Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Hochschule. Wir, das sind Franz Vergöhl und ich, Ronny Röwart. Erstmal moin, Franz. Franz ist kurz verschwunden. Ich habe ihn wohl zu schreckhaft begrüßt. Wir machen trotzdem, machen wir weiter. Franz grüßt vielleicht für alle, die es gerade nicht hören. Franz grüßt jetzt wieder zurück. Wir begrüßen euch, also euch Zuhörende jetzt auf dem Handy. Aber, und das ist eben das Coole, dass die Weltpremiere auch, und das quasi, was Franz als die Erfüllung seines Kindheitstraums beschrieben hat. Das Erwartungsmanagement ist damit auch schon mal ganz weit oben, nämlich live hier beim University Future Festival 2024, kurz UFF, also eine Live-Podcast-Aufnahme, die dieses Mal unter dem Motto steht, des UFFs, Hypes of Tomorrow, als quasi Bezug zu dem UFF-Motto Tales of Tomorrow. Was sind die Hypes des, im Bereich digitale Bildung? Welche Hypes haben wir bereits gesehen? Warum ist unser Bereich digitale Bildung womöglich besonders anfällig für Hypes? Und wo sollten wir zukünftig hinhören, wenn wir Hypes auf uns zukommen, wo aber auch womöglich weghören? Damit wollen wir mit euch sprechen, mit der Community rund ums UFF, natürlich euch Zuhörenden, aber auch die, die jetzt im Chat aktiv sein können. Aber Franz und ich haben nur einen Blick drauf und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute hier zusammen diese Aufnahme machen, zusammen mit zwei Gästen. Einerseits begrüßen wir Anja Lorenz von der TH Lübeck, die selbst Podcast-Host von Bildung alt entfernen ist, zusammen mit Oliver Tacke, aber auch echt schon viele Jahre in dem Feld ist und so einige Hypes, glaube ich, mitgemacht hat. Moin, Anja. Hallo aus Lübeck. Und das Gleiche, nur in etwas anderer Form, trifft auch auf den gleichen, auf den zweiten Gast zu, nämlich Markus Daimann. Er hat selber auch einen Podcast zusammen mit Christian Friedrich, Feierabend Bier Open Education. Und er ist jetzt bei Orca NRW verantwortlich und ich kann auch bei ihm sagen, schon viele, viele Jahre im Diskurs und hat einige Hypes gesehen und ich glaube, ich kann sagen, gut überstanden. Von daher, moin Markus. Moin aus Bochum. Ja, jetzt moin von mir auch. Franz, genau eben habe ich die Kamera ausgeschaltet, statt das Mikrofon anzumachen. So digital affin bin ich. Aber passiert auch anderen, hoffe ich, irgendwann mal. Wir wollen starten mit der ersten Frage. Wir beschäftigen uns ja heute mit Hypes und mit welchen, die vergangen sind, die vor uns liegen. Vielleicht gleich so zur Erinnerung, wenn wir von Hypes sprechen, dann meinen wir irgendwie Themen, um die es großes Getue gibt, übertriebene Berichterstattung, Propaganda, Riesenrummel um eine Tatsache oder Person. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht so heiß, wie es gekocht wurde. Deswegen die Frage an euch beide und vielleicht Anja, magst du starten. Was waren aus eurer jeweiligen Sicht die größten drei Hypes, die ihr bisher so erlebt habt? Mit der Frage habe ich mich total schwer gefallen. Wir haben ja ein bisschen im Vorfeld schon mal gekriegt, was ihr uns vielleicht fragen werdet. Und ich habe es dann nachher gruppiert. Ich habe dann gesagt, okay, Hypes sind irgendwie Lernen mit Geräten, Lernen mit Tools und Lernen mit Content. Und in den ganzen Bereichen habe ich so Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, ah, ja, das war auch immer Blödsinn. Also wenn man so ganz viel auf Barcamps und auch so auf anderen Konferenzen und dann gibt es so ganz viele Sessions, die heißen so Lernen mit Twitter, Lernen mit YouTube, Lernen mit irgendwas. Und diese ganzen, also könnte man irgendwie das Tool, was gerade drin war, oder Lernen mit Wine, Lernen mit Twitter Wave, also Tools, die heute schon gar keiner mehr kennt. Das wurde immer so versucht, da reinzupressen. Ne? Und auch wenn man, ich weiß nicht, es gibt so eine Liste von Jane Hart, die Top 100 Tools for Learning. Und da war irgendwie auch so Twitter ganz weit oben und Google und PowerPoint und so, da gingen so Sachen wie H5P oder Moodle, die wir tatsächlich im Alltag nutzen, die tauchen da so ganz, ganz wenig überhaupt auf und irgendwo auf Platz 40. Also das nur als ein Beispiel. Und ich denke, das ist so diese kurzfristigen Sachen, wo dann immer nur die aktuelle Technik durchgerüdelt wurde, auch so Klickersysteme. Ne? Das war ja auch so ein Ding, es war so eine Brückentechnologie, bevor die Smartphones kamen und man live abstimmen konnte. Oder Bring Your Own Device wurde diskutiert, bis dann sowieso jeder sein eigenes Device mitgebringt hat. Ich glaube, da kann man sich richtig schön vertiefen in, was wir alles für Blödsinn da durchgesprochen haben. Wir haben ja Gott sei Dank Blogs gehabt und können den Quatsch auch noch nachlesen. Markus, du kannst da bestimmt super schön renten.
Ja, aber ich kann jetzt gar nicht mehr so viel Schlaues dazu steuern, beisteuern. Aber einen Punkt habe ich doch noch. Ich war ja vor 10 Jahren an der Fernuniversität in Hagen tätig. Die wurde auch immer belächelt, weil nach außen, ne, fern und digital und affin und innen drin gar nicht so sehr. Oder auch mit den gedruckten Studienbriefen wurde es von einigen immer sehr belächelt. Aber dann kam eben genauso vor 10 Jahren diese Riesenwelle der Massive Open Online Courses, also MOOCs. Tatsächlich waren die ja schon älter. Also diese CMOOCs sind ja, oder konnektivistischen MOOCs sind ja 2008 in Kanada entstanden, aber erst so 2011, 12 in USA und dann 13, 14 bei uns in Deutschland. Und da habe ich dann auch so gemerkt, was die da jetzt vorhaben, machen wir ja bei aller Kritik auch an der Fernuni oder versuchen das. Also was ist da jetzt wirklich das Neue? Und erstaunlich war eben, wie sich das dann so medial auch verbreitet hat. Also ich kann mich da noch erinnern, ich saß dann jeden Tag da und habe dann irgendwie auch viel da aus USA gelesen, diese ganzen Meldungen, wo du gedacht hast, wow, da ist jetzt wirklich eine Revolution am Gange. Ja, bis auch dann auch Reaktionen kamen, also von Professorinnen, die sich da zusammengetan haben, das irgendwie kollektiv abgelehnt haben. Andere sind da voll auf den Hype-Train aufgesprungen. Also das war eine irgendwie schon eine bemerkenswerte Zeit, weil in so kurzer Zeit so viele Meldungen kamen, die es vorher also in der Schlagrichtung oder in der Reichweite nicht gab, ne? Weil da ging es irgendwie halt um das große Ganze. Und dann mit etwas Verzögerung ist es ja dann auch in Deutschland angekommen mit auch Unterstützung. Da gab es ja auch vom Stifterverband das MOOC Production Fellowship, wo 20 oder 25.000 Euro vergeben wurde an Projekte. Und dann hat man auch gesehen, auf einmal dieses Thema, was ich ja auch versucht habe, wo ich Teil war in Hagen, wie dieses Thema schlagartig um sich gegriffen hat und wie ganz viele Hochschulen da auf einmal auch in Deutschland aufgesprungen sind. Ja, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, weil ihr da ja beide von Beginn an involviert wart und ja auch bis heute an dem Thema MOOCs quasi, ob es jetzt das M, also ob das alles Massive ist, was wir machen, aber zumindest Online-Kurse, die skalieren möchten, so würde ich es mal bezeichnen. Da seid ihr ja auch noch bis heute aktiv dran. Also, wie ist es jetzt im Nachhinein zu bewerten? Das war natürlich ein Riesending. Es gab ja das Year of the MOOC und jede Tagung ging um MOOC und die Frage, ob es Hochschulen noch braucht wegen MOOC. Es war so ein Riesending. Womöglich war das dann schon so ein Hype-Charakter. Aber gleichzeitig bis heute ist es ja wirkmächtig und es gibt auch noch viele Förderprojekte dazu, die heißen dann vielleicht nicht mehr MOOC, aber das Konzept hat ja schon eine Menge Impact gehabt. Oder sagt ihr, nee, das war schon ein Hype im Verhältnis zu dem, wie heiß es quasi gekocht war. Gleichzeitig betrifft es uns ja noch. Würdet ihr sagen, das war so ein richtig fettes Hype-Thema oder doch nicht jetzt das Thema MOOCs konkret? Also ich fang mal an, aber Anja kann dann bestimmt gleich nochmal ergänzen. Also ich glaube, es kommt halt drauf an, mit wem du sprichst. So in unserer Bubble hat es schon so eine Nische gefunden und Anja, ne, ihr in Lübeck habt ihr ja da viel gemacht, auch mit Projekten und wo es auch immer da, oder ich war ja selber mal auch MOOC-Maker an der TH Lübeck, wo es immer darum ging, das auch als wirkungsvolles Instrument in die Hochschule zu implantieren. Also die Öffnung der Hochschulen durch diese Digitalkurse, um Menschen einen Platz an der Hochschule zu verschaffen, den diese vorher nicht bekommen hätten durch die traditionellen Zugangswege. Aber so außerhalb ist es dann schon das Thema in meiner Wahrnehmung verschwunden oder abgesunken, weil dann kamen ja auch neue Themen, KI, ChatGPT, natürlich erst Jahre später. Aber es ist schon aus der Wahrnehmung verschwunden, was jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an dem MOOC selber lag, sondern eben an der Art und Weise, wie das dann medial auch aufbereitet wurde. Es gab ja dann unter anderem, also zu Höhepunkt dieser MOOC-Welle, dass das Buch von Träger und Müller-Eiselt, die digitale Bildungsrevolution, wo die wirklich ganz viel da dazu beigetragen haben, diesen Hype zu befeuern. Und wo dann auch bei mir, ich glaube vielleicht bei anderen auch, immer so eine Gegenreaktion ausgelöst hat und sagen, das ist alles viel zu konstruiert. Und dadurch sind halt die tatsächlichen Potenziale, ne, wo es dann auch Einrichtungen gab und gibt, wie die TH Lübeck, die hatten dann vielleicht auch Schwierigkeiten, das Thema weiter seriös zu bearbeiten, weil also einerseits war der Hype so hoch,
und dann erzeugst du, also wenn du ein Buch schreibst, die digitale Bildungsrevolution, ne, finde ich, das triggert einfach diese Reaktion, zu sagen, was soll das? Das ist keine Revolution. Und dadurch haben es eben andere schwer zu sagen, nee, das hat doch seine Berechtigung und ist dann aber sehr schnell komplex. Also ich war ja damals vor ein paar Jahren auch dabei, wenn wir versucht haben, das in den Studiengängen zu etablieren und dann auch wirklich mal mit der Hochschule zu sprechen, mit den Gremien und da deutlich zu machen, was sind da überhaupt die Vorteile, also außer dieser Bubble, was dann jetzt in der Zeitung stand, also Wochenzeitung, die Zeit oder eben in diesen Hype-Büchern. Ja, ich glaube, also das ist so ein Punkt, den ich bei Lernen mit Content eingeordnet hatte, zu sagen, also MOOCs ist jetzt so quasi eine Art Content, die ja Hochschulen nutzen könnten und konnten, um Online-Kurse bereitzustellen. Und da war das, glaube ich, genau das Problem. Die haben halt gesagt, oh, guck mal, da ist das MOOC-Format, das ist ja so super. Das können wir für unsere Sachen auch machen. Und dann haben die halt ihre Kurse genommen und wir in Lübeck hatten ja eben schon Online-Kurse. Das heißt, wir mussten nicht erst was digitalisieren, sonst war schon digital da. Und dann haben wir das Open noch dran gehacken. Also haben quasi gesagt, da darf jede und jeder dran teilnehmen. Und dann haben wir das gemacht und dann waren auch wirklich Leute da, die das wirklich klasse fanden und richtig gut. Aber es war halt weit hinter dem Massive zurückgeblieben. Also ich glaube, wir hatten schon so Sachen mit 4000 Teilnehmenden, was für den deutschsprachigen Raum wirklich, wirklich gut war. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute uns die Bude eingerannt sind und haben gesagt, Gott sei Dank gibt's euch jetzt, wir brauchen die ganzen YouTube-Universitäten nicht mehr. Und dagegen haben, also meiner Meinung nach war da der große Fehler, mal abgesehen davon zu sagen, wir nehmen jetzt einfach das Format, was man in den Hochschulen hat, mit 12 Wochen, die da Lehre ist, packen das ins Online und dann kommen schon alle, weil sie alle so froh sind, dass sie an den Hochschulen was machen dürfen. Das große Learning draus ist, dass der Zugang wahrscheinlich gar nicht so das große Problem war. Und dass tatsächlich nicht wirklich alle Hochschulabschlüsse wollen. Und solche richtig tollen kleinen Initiativen mit MOOC-Themen, die außerhalb der Hochschule waren oder dieses Mal was anderes aufbereitet haben, die haben die Aufmerksamkeit nicht so gekriegt. Zumindest in meiner Bubble nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nur in der Hochschulwelt aktiv. Ne? Aber wir hatten in Lübeck gestartet ja mit dem Hanse-MOOC, ne? Also wo einfach so die Hanse und die Archäologie ringsrum und die Geschichte hier aus Lübeck aufbereitet war. Das waren wirklich viele Teilnehmende und das waren eigentlich so Themen, die hat niemand anders bearbeitet. Da gab es keinen Kurs in der Hochschule, also nicht so weit, wie wir wissen. Oder was gab es denn noch hier? Wir hatten mal einen MOOC für diese Grenzregion Deutschland-Dänemark, deutsch-dänische Grenzregion und die hatten dann irgendwie kurz vor ihrem 100. Geburtstag, wo die irgendwie eine Abstimmung hatten, wo was hinkommt. Und das war eigentlich nur so eine ganz kleine Sache, aber nicht so viele. Bitte? Nordmoos, oder? Nordmoos, genau. Nordmoos hieß das. Oliver Tacke. Das war super. Und dann, da haben nicht so wahnsinnig viele Leute teilgenommen, aber die Leute, also die hättest du nie in einem VHS-Kurs so zusammengekriegt. Ja, also das waren so eher die spannenderen Sachen. Und ich glaube, dass wir uns zumindest an den Hochschulen da relativ schnell drauf eingeschossen haben, boah, damit können wir die Hochschule für alle öffnen und kriegen hier die Bildungsgerechtigkeit rein. Da hat man sich eine falsche Möhre vor die Nase gehangen. Also, oder zumindest eine, die am wenigsten gezogen hätte. Also warum soll ich denn jetzt Germanistik, Kurs 1, Mathe 1 irgendwie da machen? Weiß ich nicht. Ja, und wenn ich noch mal ergänzen darf, diese Chance auch zur wirklichen Öffnung nicht ausreichend genutzt, weil ich kann mich auch erinnern, Anja, ne, diesen Mathe-MOOC, den wir damals hatten, fand ich auch wirklich ein tolles Konzept. Also im Sommer, also über die Sommerferien, geballt Mathe zu lernen. Das war damals mit dem Jörn Lobischach, ne, ein sehr, sehr bekannter YouTuber und der hat ganz, ganz viele Videos, wo er unheimlich toll erklärt. Und dann wurden diese Inhalte in so ein Kurzformat gepackt, glaube 4 Wochen. Und auch mit Aufgaben und Übungen, also didaktisches Konzept. Und dann gab es eben die Möglichkeit, noch an einer Klausur teilzunehmen an verschiedenen Standorten in Deutschland. Also wo du auch nicht so extrem weit reisen musst es schon reisen. Aber dadurch, dass Lübeck ja auch in so einem Verbund war, konnte man mehrere Standorte anbieten. Und es haben dann tatsächlich ganz wenig gemacht, ne? Aber der Lobischach, was ich auch richtig gut fand, hat dann eben auch deutlich gemacht, Leute, wenn ihr das jetzt packt und das durchzieht mit diesem Sommer-Sprint-Mathe-Kurs-Bootcamp, dann und ihr besteht die Klausur und habt dann diesen Wisch, wo draufsteht, hier Zertifikat, Klausur bestanden, tralala, dann muss eure Hochschule das euch anerkennen. Und da hat er richtige Anleitungen und Tipps gegeben, da geht er zur Studienberatung und sagt denen so, machen. Da, also wo die dann nicht sagen können, online, was ist das hier für ein Mist, total unseriös, hat gesagt, nee. Und das wurde
finde ich, nicht wirklich konsequent ausgenutzt, weil man immer, also in so einem allgemeinen Diskurs, dann eher an der Oberfläche gekratzt hat mit diesen Hype-Themen. Und da hat das Thema, also Online-Kurse oder Öffnung der Hochschulen, finde ich, sehr drunter gelitten, weil es dann um dieses Massive ging. Und das geht halt nicht so schnell, sondern da hätte man mehr versuchen sollen, auch andere Hochschulen, und Lübeck fand ich da immer Vorreiter, mit auch so strategischen Maßnahmen, ne, Leute mal zu überzeugen. Weil bei vielen, also wenn man sich heute noch diese, die damals auf Iversity waren, diese Kurse oder was dann mit den Hochschulen geworden ist, weil ich glaube, Anja, du hast doch auch mal irgendwo da was berichtet bei so einer HFD-Veranstaltung, ne? Das war ja auch, fand ich auch ganz interessant, so einen Rückblick da mal gegeben zu diesem MOOC Production Fellowship. Jetzt haben wir unabgesprochen, sind wir gleich eigentlich auf das klassische Hype-Thema MOOCs gesprungen, weil ihr natürlich auch beruflich da nah immer dran wart. Ich würde gerne noch mal einmal nachhaken, weil wir wollen ja was von den Hypes lernen für die Zukunft. Das ist ja hier die Aufgabe heute. Ihr habt das immer so angesprochen, da hätten wir damals, das war eine vertane Chance. Jetzt, wenn ihr euch jetzt mal zurückzoomen könntet ins Ende, vielleicht in den Herbst 2013, als das Thema kam und diese ganze Pseudo-Revolution, die jetzt kommt und so weiter, und jetzt erreichen wir alle. Was hättet ihr denn jetzt im Nachhinein, in dem Wissen darum, wie es sich weiterentwickelt hat, womöglich nochmal anders machen können? Also als Person oder mit euren Organisationen, oder was hättet ihr euch gewünscht, was anders verläuft, sodass es wirksamer ist? Weil das Potenzial war ja da. Also wir haben ja alle daran geglaubt, dass das schon einen Riesenbeitrag zur Öffnung der Hochschulen, zur Massifizierung leisten kann, aber so richtig hat es nicht geklappt. Fällt euch was ein, was ihr hättet anders und besser machen können, oder wart ihr schon am Maximum? Wahrscheinlich arbeitstechnisch eher, aber ich meine jetzt so von eurer Wirkmächtigkeit. Man muss dazu sagen, beide haben sich sofort gemeldet, aber ich würde mal sagen, Anja, du warst ein Ticken schneller. Ja, erstmal im Herbst 2013 habe ich noch in Sachsen gearbeitet, da haben wir den Sex und Open Online Kurs gemacht. Das war eine CMOOC-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die Leute sich noch an CMOOCs erinnern können. Wir haben das am Anfang unterschieden. Das waren nicht die MOOCs, also heute sagt man MOOCs und meint Online-Kurse mit Videos drin und Multiple-Choice-Fragen und vielleicht noch ein kleines Forum dazu. Und die CMOOCs, die fanden so dezentral auf den Blogs von den Leuten statt. Dann gab es so eine Wochenaufgabe, so wie, schreibt doch mal alle, wie ihr Social Media nutzt. Und dann haben das alle gemacht und runter kommentiert und dann nochmal am Ende zusammengefasst. Dann gab es noch ein Expertengespräch. Das war richtig cool. Also das war so ein Ding, was auch so ein Format wieder gespiegelt hat, was es so außerhalb so noch nicht gegeben hat. Und das war aber anstrengend. Also es war wahnsinnig anstrengend. Wir haben dann nur ganz, also dafür haben wir echt zu wenig Finanzierung gehabt für das, was wir da geleistet haben. Von daher war es vielleicht auch so ein Ding, wo man gesagt hat, ja, machen wir da erstmal die X-MOOCs, was waren die anderen, machen wir die doch erstmal, das ist überschaubar, und dann kann man auch da, keine Ahnung, Videos ins Netz stellen, die sind alle super Hochglanz produziert. Das lief da weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nur hätte mit den C-MOOCs weitermachen sollen, aber man hätte die zumindest nicht so aus dem Auge verlieren sollen. Aber ich gebe die noch nicht auf. Also es kann gut sein, dass das nochmal kommt. Vor allem, weil wir ja den ganzen Content aus den X-MOOCs jetzt haben. Und ansonsten bin ich trotzdem eine große Verfechterin davon, dass man vorwärts scheitert. Also, dass ich bei vielen Sachen feststelle, wir können nur das jetzt machen, weil wir das andere schon haben. Und deswegen sage ich so, sollten wir sie weglassen? Nee, also da steht schon, wenn ich sehe, wie viel Teilnehmer da trotzdem immer so kleckerweise noch dazukommen zu den Kursen, die lassen wir ja bei uns auf der Plattform drauf stehen, dann sage ich mir, dann ist es für jeden, der da draußen ist, wertvoll, die zu haben. Und wir kümmern uns jetzt aber um die anderen Sachen. Markus, was hätte der Markus Daimann Herbst 2013 anders gemacht? Ich will da auf eine andere Art und Weise darauf antworten, indem wir mal nochmal zurückblicken, was dann passiert ist. Nämlich, es wurde das Hochschulforum Digitalisierung, HFD, was ja jetzt auch Ausrichter ist, dieses University Future Festivals, gegründet. Und zwar wirklich in direkter Response, als direkte Reaktion auf diesen MOOC-Hype. Und die haben sich in der ersten Phase, also 3 Jahre lang, daran abgearbeitet, werden die Hochschulen durch MOOCs abgeschafft oder nicht. Ne? Spoiler, nein. Und das einerseits kann man gut finden, dass es dann diese Plattform oder dieses Forum gab, aber auf der anderen Seite ist da, ich glaube, Anja, du hast den gleichen Punkt eben gemacht, auch was verschenkt worden, also dass man die Potenziale sieht und da auch in die Konzeptentwicklung ging, sondern es war sehr stark
also ich kann mich da auch noch an Veranstaltungen erinnern, in denen ich teilgenommen habe in Berlin, wo man sich dann, also HFD-Veranstaltungen, ich glaube, Ronny, du vielleicht auch, du warst ja damals auch beim HFD, wo man sich da wirklich dran abgearbeitet hat. Aber, und das war von der Haltung her, ich sage immer, ja, nee, wir, also es erzeugt dann eher sowas, nee, wir können so weitermachen wie bisher, jetzt haben wir mal drüber gesprochen, jetzt können wir einen Haken dran machen. Nach 3 Jahren Ergebnis, MOOCs werden die Hochschulen nicht abschaffen. Hurra, kann man auf die Schulter klopfen. Und dann sind sie ja in eine andere Phase gegangen, wo es dann aber auch eher durch Corona katalysiert, ne, wo dann auf einmal die Zwangsdigitalisierung kam, also 2020. Und dann ist das passiert, was man direkt nach MOOC halt gemacht hätte. Also man hat, glaube ich, die Fragen nicht konsequent, also oder was ich hätte anders machen können, versuchen halt die Fragen, die durch MOOCs getriggert werden, konstruktiv abarbeiten. Ne? Also aus einer Perspektive, so E-Learning, was der vorher gab, jetzt heißt ja nur noch Digitalisierung, aber aus so einer konstruktiv-produktiven Sicht diese Fragen, weil es gab auf der einen Seite eben diese Hypes mit Träger und Müller-Eisel und dann gab es auch ein sehr berühmtes Buch dann von Rolf Schulmeister, ne, der MOOC-Hype oder irgendwie sowas, wo er das, also, finde ich, auch zu stark vernichtet hat. Ne? Das waren halt so Extreme. Ne? Das hat er, glaube ich, mal bei einer Campus Innovation vorgestellt, undercover in so einem Coursera MOOC und hat dann darüber gerantet, wie schrecklich das ist. Ne? Das ist ja auch so, also das kann man ja schon zustimmen, aber dadurch ist dann kein so ein Mittelfeld, also der Zwischenraum entstanden, wo man gesagt hat, so jetzt arbeiten wir mal konstruktiv an diesen Themen. Ne? Also arbeiten uns nicht nur an der Angst, an unserer eigenen Angst ab und merken dann, okay, ist doch nicht so schlimm, sondern wir nutzen es mal als Chance. Ne? Auch wie, ich kann mich auch noch an OPCO-Kurse erinnern von eTeaching.org, wo wirklich tolle Konzepte waren, wo man erst mit Studierenden auch, also ein anderes Format jetzt von dem Johannes Muskaulik, der dann seinen Kurs geöffnet hat, immer wochenweise und so versucht hat, dann eine schrittweise Öffnung. Das fand ich richtig gut, aber hat sich nie weiter irgendwie durchgesetzt. Ne? Da ist einfach viel, viel liegen geblieben. Und erst dann, also bin auch gleich fertig, aber dann mit dieser sogenannten Zwangsdigitalisierung durch Corona, da ist ja auch das passiert mit diesem Remote Emergency Teaching, jetzt müssen alle schnell irgendwie hektisch online machen. Und das hätte man eigentlich schon Jahre vorher machen können, weil das Thema ist ja über den Atlantik zu uns geschwappt, ne? Am Beispiel von MOOCs. Ich will noch mal ergänzen, wir haben ja MOOCs nicht abgeschafft. Also die sind ja noch da, nur irgendwie ist es so normal geworden, dass Online-Kurse jetzt auch mal nicht nur für Studierende da sind, dass dieser Begriff zu einem akademische Kategoriebezeichnung verkommen ist. Und ich weiß noch, ich war letztes Jahr auf der EMOOCs, also Europäische MOOC-Konferenz, und da fiel es mir schon schwer zu sagen, das ist ja jetzt eigentlich kein MOOC-Thema. Das haben wir jetzt entweder normal in der Lehre auch drin, das haben wir in anderen Online-Kursen drin. Und je weiter man jetzt rausguckt, ich sag mal, da gibt es ja noch ganz viele andere Weiterbildungsanbietenden oder Lernangebote anbieten. Die müssen nicht zu einer Hochschule gehören, um zu sagen, ich mache jetzt hier einen Zoom-Raum auf und dann können wir uns jede Woche treffen. Ja, also das ist so. Ich habe mal bei Google in den Trends geschaut, also das, was an MOOC-Suchungen runtergegangen ist, das ist bei Online-Kursen hochgegangen. Also Korrelation versus Kausalität weiß ich auch, aber es ist so ganz viele Sachen, wo ich dann denke so, ach na, so richtig, also wir haben jetzt dieses Plateau der Produktivität vielleicht erreicht. So, machen wir halt mit den Sachen was, wo es klappt und bei den anderen nicht so. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu einer Frage auch aus dem Chat, dass so verschiedene Hypes unter neuem Namen auch so ein Stück weit wieder hochkommen. Also ich habe hier im Chat gesehen, vor vielen Jahren war Second Life ein Thema und auch Wissenschaft, wie müssen wir unsere Inhalte sozusagen auf der Plattform Second Life oder in dem Social Network, wenn man so begreifen möchte, dort irgendwie die Menschen erreichen. Jetzt haben wir viel Zeit, wo wir darüber sprechen, müssen Hochschulen Instagram, TikTok machen oder was passiert eigentlich mit diesem Metaverse? Das war vielleicht vor einem Jahr noch viel mehr oder vor 2 Jahren noch viel mehr. Oh, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir bald Lehre nur noch im Metaverse machen? Und da kannst du in Lübeck in deinem Wohnzimmer in Jogginghose sitzen und im Metaverse machst du aber Vorlesungen im Anzug vor einer super Kulisse im Riesenhörsaal. So kommt das alles. Es erinnert mich sehr an diese Second Life-Diskussion. Also das sind jetzt so 2 Themen, die wir miteinander vermischen. A, kommen die Hypes immer wieder? Ist das auch euer Gefühl? Sie heißen dann nur anders? Und B, erinnert ihr euch an Second Life? Ja,
Als ich Diplom habe ich gemacht, da war eine Kommilitonin, die hat über Second Life auch ihre Diplomarbeit geschrieben. Und das war, die wusste das ja immer gleich. Ne? Die Hochschulen haben dann versucht, ihre Hochschulen in Second Life zu bauen. Da haben die ein Vorlesungs-, also so eine große Fläche vorne, wo die dann die Slides drauf hatten. Und dann konnten sich die Studierenden dann trotzdem davor setzen. Und dann haben die das Gleiche gemacht, nur halt, dass sie in Second Life waren. Und ja, schöne Idee. Also ja, kenne ich noch. Und genau daran sind wir, glaube ich, alle erinnert worden, als jetzt Metaverse wieder kam, ne? Wo wir sagen, ach genau, das versuchen wir halt nochmal. Und es kann aber passieren, dass das diesmal klappt. Ja, also jetzt, es gibt ja so Ansätze, wo man sich denkt so, ach na krass, dass das diesmal offenbar durchkommt. Das haben wir doch immer schon gemacht, aber wenn es jetzt klappt, ist doch auch gut. Manchmal liegt es an der Technik, die nicht schnell genug war oder wie auch immer, ne? Oder wenn das Setting gefehlt hat. Ich meine, jetzt irgendwie haben zu Corona-Zeiten alle gelernt, wie man Podcasts hört. Das war vorher auch schon 10 Jahre im Orbit. Markus? Warst du im Second Life? Hast du dir einen Avatar gebaut? Ja, also ich war in Second Life, aber auch nur kurz. Bin dann gleich wieder raus. Und ich habe, glaube ich, auch mal eine Veranstaltung gemacht, damals an der Fernuni in Hagen, immersives Lernen. Und da hatte ich das auch mal vorgestellt. Da hatte ich mich da mal mit beschäftigt. Und dann auch das, wie du es, Anja, gerade beschrieben hast, mit die Hochschulen bauen sich da. Aber jetzt zur anderen Frage, weil die ist ja, glaube ich, wirklich spannend. Also ich bin da auch der Meinung, dass Hypes immer wieder kommen, weil sie ja gewisse Dinge versprechen. Na, bei MOOCs eben diese Revolution, aber auch stark das Kostenargument, also durch die Skalierung einmal produzierte Inhalte können dann tausendfach abgespielt werden, na, dieses Grenzkostenargument, aber auch dieses, was damals vor 10 Jahren, also wo mir auch mal sauer aufgestoßen ist, dieses Demokratisierungsargument. Also da aus Amerika immer gesagt wird, hier können jetzt die aus Indien, Pakistan oder Nepal, die nicht nach Harvard und Stanford können da jetzt studieren. Da gab es ja auch Statistiken, wo sie gezeigt haben, dass die Top 100 oder 500 alle nicht aus den amerikanischen Elite-Universitäten kommen, sondern aus dem globalen Süden oder aus anderen unterprivilegierten Regionen, also die wir halt so als unterprivilegiert bezeichnen. Und da wird aber verkannt, dass diese MOOCs ja eine ganz besondere Affordance, also eine ganz besondere Anforderung stellen, also Medienkompetenz und so weiter. Und dass die eigentlich die Leute, die sie da ansprechen wollen, gar nicht erreichen, weil denen da das Bildungskapital und so weiter fehlt. Und die, also das wäre so ein weiteres Versprechen und die findet man natürlich immer wieder. Also die Gewänder, ob es jetzt Second Life, Metaverse ist, die verändern sich, aber im Kern geht es ja immer um solche Versprechen, Eröffnung der Bildung, Demokratisierung, Chancengerechtigkeit, neue Zielgruppen und so weiter. Und da muss man genauer hingucken, wie realistisch sind da die Argumente. Das betrifft ja auch so dieses ganze E-Learning, was jetzt eher so aus dem Corporate ist, wo dann irgendwelche Claims rausgehauen werden, wo man, jetzt war ja glaube ich auch die LearnTech gerade, da mal hingehen sollte an die Stände und sagen, ja worauf, auf welche Studien und auf welche Erkenntnisse beruft ihr euch denn eigentlich bei euren Versprechen? Ne? Aber dadurch, dass das dann resoniert, ne, mit der Gesellschaft, weil jeder nutzt ja im Alltag Handys und Smartphones, also muss das auch in der Hochschule Einzug halten und das macht doch alles viel einfacher, also macht das auch das Lernen besser und dadurch entsteht ja so eine Erwartung und man prüft das halt nicht ausreichend kritisch nach. Und die Unternehmen haben Interesse, die Politik, da gibt es große Förderprogramme. Ich habe ja damals vor über 20 Jahren angefangen, BMBF-Projekt, neue Medien in der Bildung. Ne, da gab es diese UMTS-Lizenzverkäufe und daraus haben sie teilgenommen, um E-Learning-Projekte zu fördern, ne, bundesweit. Und das hat man jetzt ja in verschiedenen Runden immer wieder gehabt. Wenn neue Technologien kommen, dann gibt es auch Förderprogramme. Ne? Also Politik hat da Interesse, die Wirtschaft, die Gesellschaft erwartet das und deswegen setzen sich halt diese Versprechen immer wieder fort. Aber wenn ich das nochmal ein bisschen challenge, diese Versprechen, vielleicht ist es ja so, dass wir die Hypes brauchen, weil wir sind ja im Bereich drittmittelgetriebene öffentlicher Hochschulbildungsbereich und wir müssen regelmäßig für uns Werbung machen, sage ich mal ganz banal. Müssen wir es nicht sogar für uns produktiv nutzen? Also ich
spitze das jetzt mal zu, quasi regelmäßig die Politik und öffentlichen Diskurs heiß machen drauf, dass wir jetzt wirklich, jetzt haben wir die Waffe, die wir brauchen, um alle großen Probleme, Nachhaltigkeit, Diversity, Öffnung und so weiter und so fort zu lösen mit dem x-ten Format. Sei es jetzt Second Life, wir kommen gleich nochmal zum Thema KI, brauchen wir das nicht, weil wir alle profitieren ja von den Drittmitteltöpfen, die dann wieder aufgemacht werden, sei das jetzt in NRW oder in Schleswig-Holstein oder Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Brauchen wir das noch? Oder müssen wir es nicht noch geschickter nutzen, diese Hypes, statt so bildungswissenschaftlich, kritisch, distanziert drauf zu gucken, das erstmal zu ordnen? Vielleicht machen wir uns damit, ich spitze jetzt wirklich sehr zu, indem wir es zu kritisch sehen, machen wir uns doch die Drittmitteltöpfe schnell wieder zu, wo sie aufgehen. Oder bin ich hier zu neoliberal unterwegs? Nee, also das ist ein total wichtiger Punkt. Da bin ich auch voll bei dir. Das hatte ich ja auch vorhin erwähnt, da mit dieser ersten Phase AfD. Da war man aus meiner Sicht zu kritisch und vielleicht auch zu selbstgenügsam, hat gesagt, nee, unsere deutschen Hochschulen sind da nicht gefährdet, hat sich aber sehr lang dran abgearbeitet. Was es stattdessen braucht, sind eben Hypes, um aus unserer Sicht, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, bessere pädagogische Formate, also wie Anja auch gesagt hat, ne, die CMOOCs oder was ihr da in Sachsen früher hattet, ne, da gibt es ja, da, oder wo ihr, Franz und Ronny, euch ja auch mal mit dem SDG-Campus, ne, einsetzt, oder du, Franz, mit Partizipation, ne, das sind ja alles total wertvolle Themen, und da müssen wir es halt schaffen, da einen Hype rauszukreieren, ne, der halt resoniert. Also da geht es, oder was ich mich ja auch seit Jahren mit beschäftige, OER, ne, Open Education Resources, ne, wo auf einer normativen Ebene alle einig sind und sagen, ja, Chancengerechtigkeit, juhu, wir tun im globalen Süden was, juhu, toll. Aber wenn du dann auf die Umsetzungsebene gehst, ne, bei uns in Schleswig-Holstein, bei uns in Nordrhein-Westfalen gab es Fördergelder, läuft jetzt aus, weil, ne, Sparzwang und so weiter ist erstmal nichts. Aber juhu, wir bekennen uns. Ne? Oder die Hochschulen haben OER-Policies. Ne? Und da muss man wirklich gucken, wie kreiert man dann so ein MOOC-Hype, also so ein Hype wie damals bei den MOOCs, mit OER, mit Partizipation, mit konnektivistischen MOOCs. Ne? Und dann, da sollten dann die Fördertöpfe mal aufgehen. Ne? Weil sonst ist ja das Problem, du kriegst Fördertöpfe von Themen, wo du denkst, okay, ne, was irgendwie KI, wo dann klar muss man sofort reagieren. Also in Nordrhein-Westfalen gab es jetzt auch nochmal Geld, weil man muss hier jetzt ja, man darf ja nicht OpenAI alles überlassen. Also gibt es jetzt 600.000 Euro für die Ertüchtigung von Open Source LMM. Ne? Also könnte man auch überlegen, kann man diese Gelder nicht anderweitig anlegen, aber wir müssen halt eine Pressemitteilung raushauen und sagt so, wir tun was, wir überlassen nicht OpenAI das Feld, indem wir einen kleinen Beitrag dazu beisteuern. Ich würde vielleicht erstmal auf die Genese von solchen Förderungen mal gucken. Also die kommen ja genau daher, weil irgendwie die Politik sagt, boah, hier gibt es ein Thema, wir wissen noch nicht, ob das wichtig wird. Hochschulen, findet das mal für uns raus. Und die Hochschulen sind ja eigentlich auch so gestrickt, dass die auch mal scheitern dürfen. Ne? Also wenn es jetzt eine Wirtschaft wäre und da würde dann halt ein Unternehmen krachen gehen, das macht ja keinen Spaß. Das stellt sich auch niemand hin. Und ich glaube, dass das Problem liegt eigentlich wieder in der Struktur der Hochschulen. Hier in Lübeck hat das Institut, in dem ich arbeite, so geschafft, dass wir viele Mitarbeitende wirklich lange halten können. Das ist aber an Hochschulen, glaube ich, ein wirklicher Sonderfall. Ich habe vorher auch an Hochschulen gearbeitet, wo ich wusste, nach 6 Jahren ist das hier zu Ende. Dann kann man wechseln oder man geht in die Wirtschaft und dann ist es raus. Sodass ich das so bis auf den Prof oder die Professorin so mal durchwechsel. Und selbst die wechseln mittlerweile echt schnell. Und deswegen hat das hier in Lübeck angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben so ein paar Grundwerte, also da gehören Kompetenzorientierung dazu, da gehören OER, wo es geht, dazu, wo wir einfach sagen, die wollen wir gerne in allen Projekten unterstützen, und dann machen wir Projekte, um unsere Entwicklung voranzubringen. Ne, da kommt dann hier ein Fördertopf, geht da auf und denken, ach, das ist cool, da können wir das machen, das wollten wir immer schon mal tun, und können quasi unsere Ideen mit Fördergeldern zusammen schustern, wenn man so sagt. Also wo man es am besten immer sieht, sind die Medienentwicklungsgelder. Ne? Also wir haben dann irgendwie einen Menschen, der Video macht, haben aber kein Projekt, wo jetzt ein Mensch, der Video macht, drinsteht, sondern wir haben 4 Projekte, wo ein Viertel Mensch, der Video macht, drinsteht, und dann passt das auch wieder. Aber das ist eine Sache, wo wir eher die Struktur der Hochschule hacken. Ich glaube nicht, dass das üblich ist. Und das ist eigentlich das, was das große Problem von diesen Förderungen ist. Ansonsten, glaube ich, ist unsere Aufgabe, da auf Hypes aufzuspringen und zu sagen, das ist gut, das ist nicht so gut. Und dann haben wir eben auch die Chance, keine Ahnung, bei MOOCs genau zu sagen,
gleich am Anfang, naja, Bildungsgerechtigkeit ist jetzt nicht das, wo wir dann einen großen Wurf schaffen, aber wir können die Lernmaterialien verbessern, wir können Material schaffen, damit wir irgendwann mal eine Pandemie durchstehen. Ja, wie auch immer. Also können überlegen, welche Ziele da überhaupt wichtig sind. Und die Ersten, die losgehen, setzen die Standards. Das ist das Problem. Also ich glaube, wir müssen auch immer schnell sein, weil sonst erzählen die anderen die Geschichten. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte. Ne? Was ist denn die Alternative zu auf Hypes aufspringen? Hypes an sich vorbeiziehen lassen? Können wir individuell vielleicht machen, aber so als Hochschulsystem als Ganzes, glaube ich, schwierig. Ich würde nochmal was aus der Community aufgreifen. Und zwar hatten wir im Vorfeld mal gefragt, was sind so Hype-Themen? Und ich glaube, auf Instagram oder auf LinkedIn, weiß ich nicht genau, kam eine Antwort, die ist nicht so mutig, nämlich KI. KI könnte ein Hype sein gerade. Und wir haben hier im Chat auch von Theo die Frage, sind Hypes Themen, die überbewertete Trends sind? Und jetzt war mein erster Impuls zu sagen, naja, bei Hypes wissen wir das noch nicht, ob das überbewertet ist oder nicht. Das wissen wir erst in der Rückschau, wenn der Hype vorbei ist. Wissen wir, ja, das war wie bei MOOCs richtig, dass wir uns damit beschäftigt haben, ist aber in eine andere Richtung gelaufen. Aber jetzt vielleicht nochmal an euch dann die Frage, nehmen wir mal an, KI ist ein Hype. Wir packen das mal zusammen, KI als Hype. Sind Hypes überbewertete Trendthemen oder ist es irgendwie doch mehr und ist KI ein Hype oder ist es schon Standard? Ist der Hype-Phase vielleicht sogar schon vorbei? Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Gartner-Hype-Cycle, ich weiß nicht, haben vielleicht alle vor Augen, ne, wo man erst so richtig hochgeht und dann alle diese überzogenen Erwartungen haben, dann sind sie alle enttäuscht, dass es doch nicht so ist. Und dann irgendwann entwickelt sich das raus, was davon doch üblich ist. Ob es Gartner damit geschafft hat, dass wir immer so denken, wenn wir an Hypes denken, oder ob das wirklich tatsächlich eine gute Beobachtung von denen ist. Weil ich glaube, jetzt gerade ist es ja so wirklich, wir haben diese KI-Tools und vor allem die generellen KI-Tools. Ich weiß ja nicht, wann das hier mal gehört wird. Also wir sind jetzt hier quasi im zweiten Jahr nach ChatGPT oder in ChatGPT. Und dann versucht man natürlich mal auszuprobieren, was macht denn das alles? Ne? Kann ich auch das damit machen? Huch, das geht auch. Das ist ja toll. Und dann kann ich das machen und das machen und das machen. Und was dann nachher vielleicht davon übrig bleibt, ist, also, dass Texte schneller und akkurater geschrieben werden. Das ist nachher vielleicht sowas wie die Rechtschreibkorrektur in Word. Also das ist, das merkt man dann gar nicht so. Ne? Oder keine Ahnung, so kleine KI-Geschichten waren ja relativ zeitig in den Kameras drin. Ne, also in den Handykameras, dass ich hier, wie Ronny jetzt gerade auch dargestellt wird, ne, mit Hintergrund nicht richtig aufgeräumt, dann mache ich das ein bisschen blöig. Und dass Ronny da nicht still sitzen muss, sondern sich hin und her bewegen kann, das macht ja auch so ein kleines KI-Gedöns. Das sind dann die Sachen, die bleiben dann einfach, die merkt man gar nicht so richtig. Und sind das ein übersteigerter Hypes? Ja, also das, ich meine, man kennt es ja selber, wenn jetzt hier, weiß nicht, was haben wir denn in der Überschrift? Hypes of Tomorrow. Wir haben eine Überschrift, wo kein KI drin steht und es trotzdem angenommen wurde und das war Glück. Da hat jemand nicht richtig hingeguckt. Nee, also es ist schon. Ja. Markus, du hattest das angedeutet. Also ich habe so aus zwischen den Zeilen rausgehört, dass du denkst, KI ist eher ein überfrachtetes Metathema quasi. Das müsste doch viel sachlicher, neutraler, bildungswissenschaftlich reflektierter betrachtet werden, statt jetzt hier ein NRW-GPT gleich wieder auf die Straße zu bekommen. Ist das so? Ja, das ist jetzt, was ich jetzt sagen will, unabhängig von NRW, sondern ja, ich würde schon dafür plädieren, genau hinzugucken, also was kann jetzt so eine KI, und die können ja viel, das haben ja alle jetzt ausprobiert, mit ChatGPT und da bestimmt auch Aha-Erlebnisse gehabt, also ich hatte die auch, wenn man da bestimmte Anwendungen hat. Nur dann ist halt irgendwann so eine Linie oder eine Trendlinie, wo man sagt, weil da kommt man schnell in den Bereich, wo dann eben diese Hypes kreiert werden. Dann wird das und das passieren und das und das. Nicht jetzt, sondern bei der Version 5.0 oder 6.0 oder wie die dann immer heißt. Ne? Und dann entsteht halt so eine Bewegung, ne? Also wo man, und ich glaube, bei KI ist es schon nochmal was anderes, weil da kann man jetzt ja auch, oder bei ChatGPT, flächendeckend die Erfahrung sammeln, ne? Was ja vorher bei MOOCs eben nicht so war oder bei anderes Thema Personal Learning Environments, also haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ich will es auch nur kurz erwähnen, so als eine große Entwicklung der frühen E-Learning-Bewegung sind ja die Learning Management Systeme entstanden, LMS, und dann haben wir irgendwann gemerkt, na, da braucht man doch noch was Neues, also Next Generation LMS.
oder Personal Learning Environments. Und das war auch was, finde ich, sehr spekulativ. Also in Hagen, wo ich damals gearbeitet habe, da hieß es auch, das müssen wir jetzt alles machen, passiert ist nichts. Und weil, also für mich war das auch mal schwer zu greifen. Während jetzt bei ChatGPT kann ja jeder, oder muss jetzt genau ein anderes Open Source KI-Tool sein, kann man das ja mal tatsächlich ausprobieren. Und das ist schon was anderes, wie bei den sonstigen Hypes. Nur dann kommt eben dieser Bereich, wo es dann wieder ins Spekulative geht, wo dann eben OpenAI das und das ankündigt. Was Anja auch gesagt hat, mit allgemeiner künstlicher Intelligenz. Ne? Und da muss man für sich, glaube ich, auch immer mal so, oder Hochschulen auch immer mal so Trennlinien sagen, nee, also da ist jetzt der Bereich des Unseriösen erreicht. Ist vielleicht auch schwierig für KI generell dem Hype zuzuschreiben. Ich beobachte eher, dass so Mikro-Hypes quasi gibt. Also es ist ständig so, dass wieder die nächste ChatGPT dies und das verändert alles. Also man sieht ständig irgendeine technische Weiterentwicklung, nenne ich es mal ganz basal, ein Update, das dann dazu führt, dass wieder Posts kommen mit, das verändert jetzt alles. Und dann wird ein Anwendungsfall generiert, irgendwie Prüfung oder kollaboratives Arbeiten oder was auch immer quasi. Jetzt die nächste Bachelorarbeit, die noch besser damit geschrieben wurde. Und dieses, das verändert alles. Ich glaube, aber gleichzeitig nehme ich wahr, dass wir da schon drauf an, also auch ich persönlich muss sagen, ich springe da schon manchmal drauf an. Dann gehe ich da rein und sage, okay, das ist das jetzt wirklich, das alles verändert? Dann muss das jetzt alles verändern? Ändert das auch meine Praxis jetzt komplett? Also irgendwie sind wir so durchdrungen und da passt auch zu, dass wir im Chat so eine kleine Paralleldiskussion haben, nämlich viel der Begriff Hype-Hopping, dass wir so quasi so wachsam sind, auch in den sozialen Medien selbst als Aktive im Bereich Hochschule, dass wir schon ein bisschen drauf lauern quasi. Wir mögen das ja auch, wir müssen ja auch irgendwie Themen für die Tagungen haben und für die Projekte, dass wir womöglich alle unsere Kernaufgaben, das ist da so ein bisschen die These, vernachlässigen. Also mal systematisch, nehmen wir jetzt mal NRW, offene Bildungsressourcen strategisch verankern, breitenwirksam auch an die Nutzenden bringen, vielleicht womöglich unser altes Versprechen, OER ist ja nicht nur Nachnutzung, sondern ne, die 5 Freiheiten will ich nur mal nennen, also mal wirklich uns an die Remix-Themen setzen. Nachnutzung, okay, das ist jetzt der einfache Use Case, mal das systematisch durchzudeklinieren, dass Leute das bearbeiten, nachnutzen, hochladen, markieren, dass wir damit was Neues, eine neue Praxis generieren. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht zu, weil gleich wieder die nächste Pressemitteilung zu KI bei Markus auf dem Tisch liegt und bei Anja womöglich das Gleiche quasi. Auch mal wirklich systematisch OER in die Fläche bringen, die technischen Systeme mit Moodle und Co. dazu entwickeln und dann geht es jetzt gleich um, ja, Moodle bin ich gerade dran, muss ich jetzt auch noch KI mit Moodle zusammendenken und das mit OER zusammendenken. Also vielleicht ist was dran an dem Kommentar, dass uns dieses Hype-Hopping ablenkt von dem, wo wir eigentlich dran sind. Außer wir sind so smart und tun nur so, als würden wir Hype-Hopping machen, aber eigentlich bearbeiten wir unsere Themen. Klein mal auf, Fun Fact, gerade ist eine Bescheidübergabe in Schleswig-Holstein, wo wir quasi gutes Hacken des Systems machen, aber unsere sinnvollen Sachen da unterbringen. Aber ist es so, dass wir dadurch jetzt abgelenkt sind von dem, was wir eigentlich machen? Wollen? Wissen wir überhaupt, was wir machen wollen? Das Wissen, ja. Was wir machen wollen, ist, glaube ich, immer eine Frage. Also zum einen denke ich, das Hype-Hopping ist ein bisschen unser Job. Also wir sind ja eine Forschungseinrichtung und Entwicklungseinrichtung und wir müssen erstmal gucken, ob diese Hype-Themen, ob die wirklich gut sind oder ob wir sagen, ach nee, das taugt nichts. Das wäre ja auch mal eine Erkenntnis und darüber schreibt dann immer niemand. Jemand was oder Leute, die sich leisten können, so wie Rolf Schumeister, der dann sowieso, also der kann alles schreiben. Das ist einfach eine Koryphäe und der kann auch verreißen. Und wenn ihm dann jemand sagt, nee, liegst du falsch, dann stört ihn das nicht mehr. Das zu dem Teil, aber ich glaube, gerade weil du ja das Orca NRW angesprochen hast, diese OER-Plattform als Projekt, die zeigt eigentlich relativ gut, wie das verläuft. Ne? Also es ist jetzt relativ viel Geld reingegeben worden. Ich glaube, sogar NRW hat da mehr als die Bundesförderung für OER investiert. Es ist ja aber trotzdem so ein Thema, wo man am Ende sagt, man wünscht sich, dass das einfach in die Normalität übergeht. Ne? Dann gibt es diese Infrastruktur, die besteht einfach, ist dann Status quo. Und wir wollen uns ja nicht um OER wegen dem OER-Willens kümmern. Da gibt es so eine kleine Runde an Leuten, die dann darüber diskutieren, welche didaktischen Metadaten da dranhängen können und wie die strukturiert sind und wie die Repositories miteinander reden. Aber das sind so die Nerds drunter. Ne? So, und wenn eigentlich wollen wir ja, dass alle lernten, man kann auch nur in Germanistik
mit freien Bildungsparteien agieren und das schon gar nicht mehr merken und vielleicht sagen, ah ja, stimmt, früher durfte man das gar nicht kopieren. Wir haben jetzt noch so knapp 10 Minuten plus ein bisschen und die Idee ist, vielleicht möchte aus dem Publikum jemand sich aktiv in den Podcast einbringen. Wir haben im Chat immer schon ein bisschen Bewegung und vielleicht so als kleiner Impuls an alle, die uns bis hierhin zuhören. Welche Hypes erwartet ihr für die Zukunft? Seht ihr für die Zukunft? Was möchtet ihr vielleicht dazu mit uns, mit Markus, mit Anja, mit Ronny diskutieren? Also gerne einmal melden, die Meldefunktion gerne nutzen, dass wir dann wissen, wer dran ist und dann Mikrofon anschalten und gerne noch kurz mit uns interagieren, auch live im Podcast. Na, bis sich jemand meldet, würde ich noch eine kurze Bemerkung machen und auf das zurückkommen, was Ronny irgendwann mal gesagt hat, brauchen wir Hypes. Ne? Das war ja, glaube ich, eben das Thema. Und ich glaube auch, ja, also wir leben mal in einem Zeitalter, wo es nicht nur Polykrisen gibt, sondern eben auch die Hypes, dadurch, dass wir eben in einer digitalen Zeit jetzt leben. Also die technologischen Entwicklungen, die Gesellschaft so sehr beeinflussen und dadurch auch Erwartungen geweckt werden, Dinge verändern sich. Gesellschaftlicher Wandel getriggert durch Technologien. Na, das gab es ja auch schon vor Jahren, als dann so diese Software, also die Logik aus der Softwareentwicklung 1.2.3.0, dann gab es Web 2.0, dann gab es irgendwann auch Bildung oder Arbeit 4.0 und Bildung 4.0. Da hat man sich auch ein Stück weit abgearbeitet. Also ich kenne das noch aus NRW vor, ach, ich weiß gar nicht mehr, also es ist schon ein paar Jahre her, da gab es mal so einen Dialogprozess, da nannten sie sich Bildung 4.0, wo es auch darum ging, Hochschulen müssen ihre Mission oder Leitbilder überarbeiten und so wirklich ist dann auch nichts passiert. Aber da muss man, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, also wie man damit umgeht. Einerseits ne, diese Erwartung, es muss sich jetzt immer was ändern, dann kommen die Hypes, haben wir jetzt heute auch viel drüber gesprochen. Und andererseits braucht es ja irgendwie auch Veränderungen. Ne? Also das, was ich da auch oder Anja auch erwähnt hat mit diesem MOOC-Beispiel in Lübeck, also wo man dann auch in die Hochschulstrukturen reinkommt. Ne? Und da so eine Balance finden, weil sonst ja oft das Muster so, man arbeitet sich an den Hypes ab und macht einen Haken dran, okay, so schlimm ist es doch nicht, machen wir so weiter wie bisher. Ne? Also total an der Oberfläche und es verpufft. Man will ja eher mal so in die tieferen Strukturen der Hochschule rein, was ja auch, ihr habt Stiftung Innovation der Hochschullehre, wer letztes Jahr bei der TURN-Konferenz in Köln war, da war das ja auch so ein großes Thema, ne? Auch bei der Abschlussdiskussion, wo es dann irgendwie auch hieß, ja, didaktisch gesehen gibt es nicht viel Neues unter der Sonne, weil Lehren und Lernen läuft ja immer gleich ab, auch was so Gehirn und biochemische Prozesse anbelangt, da lernen die Menschen heute wahrscheinlich genauso wie vor 5000 Jahren, haben nur kein iPad und keine Blockchain und keine KI. Also da irgendwie mal so eine vernünftigere Balance finden, also Wunsch nach wirklicher Veränderung und sich loslösen von außen getriggerten Hypes. Ja, von außen getriggert. Mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass eigentlich alle Hype-Themen ja immer technologische Themen sind. Also selten, dass wir jetzt sagen, irgendein anderes Thema. Es gibt ja auch nicht technologische Innovationen, quasi soziale Innovationen, die es genauso gibt quasi. Sei das jetzt Gemeinwohlorientierung oder andere Nutzungskonzepte von öffentlicher Infrastruktur. All sowas könnte man ja auch als Hype-Thema erwarten, ist es aber weniger. Zumindest für den Hochschulbereich sind wir anfällig für dieses Technologische. Und dann versuchen wir immer zu diskutieren, das gibt es da draußen. Wir tun so, als kommt es. Wahrscheinlich ist es aber schon häufig längst etabliert, vor allen Dingen auch im englischsprachigen Raum. Und dann tun wir so, was kommt, was heißt das jetzt für uns? Das ist ja eigentlich eine klassische Routine, die wir abspulen. Ist vielleicht so, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was denkt ihr denn, also klar, Glaskugel habt ihr nicht, aber irgendwie seid ihr ja doch sehr, sehr aktiv da draußen. Was fällt euch ein, was so die nächsten technologischen, ich nenne sie jetzt mal Dinge, nicht Innovationen oder dergleichen, was sind die nächsten technologischen Dinge, Entwicklungen, die wir jetzt als Hochschulen diskutieren? Also was bedeutet Punkt, Punkt, Punkt für Hochschulen? Habt ihr da ein bisschen Glaskugel? Wir können das auch, wenn das zu mutig war, rausschneiden. Ansonsten bleibt es einfach stehen als gewagte Prognose. Gerne. Anja, vielleicht zuerst. Genau, nee, ich will das auf alle Fälle dann in 10 Jahren hören und drüber lachen. Ich glaube, kurzfristig würde mir Spaß machen, in Richtung Chatbots weiterzudenken. Ne? Also jetzt durch ChatGPT und sowas
gibt es halt gerade so eine Entwicklung, dass man sagt, oh, man kann sich ja mit Programmen unterhalten. Und das Erste, was ich gesagt habe, cool, das möchte ich gerne auf einen Online-Kurs draufschmeißen und dann möchte ich mit dem Online-Kurs reden können. Na, also es gibt ja Online-Kurse, die möchte ich schön in Ruhe nacheinander durcharbeiten und mir das in Ruhe mal angucken oder Bücher oder welchen Content auch immer. Und es gibt halt Content, wo ich dann sage, so, also unseren, wir haben zum Beispiel einen Kurs, wo wir vermitteln, wie man die Online-Kurse baut, ja, also MOOC-Maker-Kurs. Und ich glaube, den von vorn nach hinten durchzuarbeiten, das machen die wenigsten, sondern die wollen ja jetzt wissen, ich habe hier so ein Feld, das muss blau aussehen, wie kriege ich das blaue Feld hin? Und das kann ich ja so ein Chatbot viel lieber, viel besser fragen. Und wenn man den füttern könnte mit so Sachen, kann ich viel schneller aus dem rauskriegen, was ich möchte. Ein weiteres Thema, wo ich denke, das kommt als Hype irgendwie immer gerade wieder und diesmal habe ich es verstanden, Micro-Credentials. Und zwar habe ich das mehrfach gehört und habe gedacht, oh Leute, niemand interessiert eure Zertifikate, wenn ich erstmal eins habe. Also wenn ich habe ein Diplom Medieninformatik, ich gucke jetzt nicht durch, boah, cool, was für ein Zertifikat kann ich denn noch kriegen? Also ich bin auf dem Stand, mag jetzt auch meine persönliche Einstellung dazu sein. Aber was ich kapiert habe, ist, dass mit dieser Micro-Credential-Diskussion ja eigentlich die Frage auch ist, welche kleineren Pakete als Hochschule kann ich denn schnüren, um Leute weiterzubilden? Und mich würde ja vielleicht interessieren, wie Large Language Models funktionieren. Dafür muss ich aber nicht nochmal einen Studiengang Informatik machen oder einen Master, sondern vielleicht interessieren mich da nur drei Sachen, die wirklich sehr spezifisch sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das nochmal so richtig kommt. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder zum Diplom-Ausbildung zurückbauen, wenn wir das wieder uns alles schön aussuchen können. Das wäre gut. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass das Markus und Christian da einen schönen Podcast drüber gemacht haben und drüber gerantet haben fast auch. Aber ja, da bin ich jetzt auch wieder dabei. Open Educational Practice, und zwar in der Frage nach Practice Sharing. Wie kriege ich denn meine Idee von einem guten Workshop, den ich gesehen habe, zu dem anderen, ohne dass der den Workshop mitgemacht haben muss? Also weil das kann ich ja immer machen und das mache ich auch oft und klaue viel von vielen. Aber ich würde ja gerne sowas irgendwie, mir fällt dann immer so eine Mustersprache ein, weil ich ja informatisch sozialisiert bin, aber es halt auch nicht so richtig funktioniert. Also da gibt es schon ein paar Ansätze, aber die sind auch noch nicht so, die haben auch noch nicht so gezogen. Das würde ich mir wünschen. Das sind so drei Sachen, wo ich sagen würde, kommt. Aber ich denke da auch immer viel vom Ende her. Also vom, was will ich eigentlich haben und was könnten die Wege sein, auf denen es passiert. Und meistens ist mir dann auch egal, keine Ahnung, ob man dann für die Zertifikate Blockchains drunter legt oder eine PKI, das ist mir alles, das ist egal, das können dann die Techniker lösen, die richtigen Techniker. Ja, vielleicht kurzer Audiokommentar. Man sieht Markus gerade, wie er so ein bisschen irgendwo nach unten guckt, als hätte er wirklich gerade eine Glaskugel. Man sieht die Glaskugel nicht, aber er guckt so ein bisschen, so hat so mit so einer leichten, so einem magisch suffisanten Blick, guckt er da rein. Und jetzt will ich auch wirklich wissen, Markus, was, also Anja hat sich ja schon mutig quasi nach vorne gewagt. Was sind aus deiner Sicht die zukünftigen Hype-Themen, ob die kommen oder nicht, aber vielleicht auch welche, die du gerne sehen würdest? Also ich darf mir nicht KI sagen, also auch nichts, was mit KI zu tun hat. Also es wäre jetzt meine persönliche Challenge. Da sehe ich das Thema Interoperabilität. Klingt jetzt erstmal technisch, ist aber tatsächlich schon unterwegs. Ich kriege das mit über auf der EU-Ebene. Da bin ich in diesem Digital Education Hub aktiv und da gibt es auch so Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Also der Hintergrund ist, also nicht nur das ist EU-Thema, sondern oder diese EU-Ebene, sondern Interoperabilität. In Deutschland, also nur als Beispiel ist Deutschland, gucken wir zurück auf über 25 Jahre E-Learning-Entwicklung. Das heißt, da sind auch Systeme entstanden, Systeme gebaut worden, manche sind wieder verschwunden, manche sind geblieben, wie die Learning-Management-Systeme, die wurden dann in die Landschaft gestellt, dann wurde ausgebaut und vergrößert und was es jetzt braucht, sind eben Schnittstellen, Querverbindungen und so weiter, ne? Also wie kann ich Daten mitnehmen? Anja hat es ja auch schon angesprochen, das Nerd-Thema, ja, Metadaten. Ne? Wie kann man aber auch dann, ist ja auch so ein Hype-Thema oder so ein Schlagwort, Learning Journey oder User Journey, das übertragen auf den Bildungsbereich. Das ist ja was auch bei meinem Bildungsraum, ne, formerly known as nationale Bildungsplattform, was ja keine Plattform ist, sondern die bestehenden Systeme intelligent vernetzt und da dieses Thema, ne, Verknüpfung der Systeme, Interoperabilität. Ich glaube, das wird, also bisher ist es eher auf EU-Ebene in Deutschland noch nicht so, also außer mein Bildungsraum, aber das könnte jetzt nochmal Fahrt aufnehmen. Ronny, siehst du
eigentlich Trends kommen, Hypes kommen. Das würde mich noch interessieren. Ja, ich sehe nicht so diese Nerd-Themen, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe eher Themen, wo wir auch außerhalb der Hochschulen anschlussfähiger sind. Also ich glaube, es müssen ja nicht ganz einer Meinung sein. Ich glaube, Themen, wo ich Schwierigkeiten habe, überhaupt den Namen auszusprechen, wie Interoperabilität, ich habe es geschafft, und Micro-Credentials, das ist schon schwer. Also es hat innerhalb der, sag ich mal, europäischen Hochschulbubble macht das was. Aber die großen Themen sind aus meiner Sicht immer, da gibt es was da draußen, sei das Blockchain zum Beispiel, und boah, das macht irgendwas mit dem Finanzsektor. Trifft ja auch zu, da ist es im Finanzsektor kein Hype, sondern reale Praxis, und womöglich jetzt ganz kreativ werden, und dann gibt es ein paar, die sind da besonders kreativ und bringen das Thema auf den Hochschulbereich, und dann diskutieren wir das tatsächlich. Ich glaube eher, dass die Themen unter, die eine Ebene unter KI liegen, darunter liegen, dass die das quasi sind. Also das sind dann, ja, das mag quasi neues Computing sein, Großleistungsrechner und neue Rechnerkapazitäten, und die werden irgendwann ja auch im kleinen Format sein. Und was macht das denn? Muss jetzt jedes Institut quasi jetzt so ein neues Supercomputing-Zentrum werden? Oder wie können wir auch hochschulübergreifend neue Strukturen dafür aufbauen? Womöglich. Also das finde ich ein spannendes Thema. Also ich persönlich auch zum Bearbeiten, und ich glaube, das wird es werden. Also ich glaube, die werden technologisch geprägt sein, die kommen von außen, und wir kriegen Gelder und Ressourcen, um uns auf Tagungen und in Projekten damit auseinanderzusetzen. Bedeutet das was? Um dann leider auch meinen Blick in die Falle zu fallen, die Markus meinte, und nur die Frage zu diskutieren, kommt das oder geht das? Verändert das Hochschulen? Braucht es dann noch Hochschulen mit neuen Supercomputing, was auch immer, Technologien? Ich glaube, das wird kommen. Also alles, was eine Ebene unter KI liegt, das heißt eine allgemeine künstliche Intelligenz, ist es wirklich KI? Neue Endgeräte brauchen wir dann, neue Lizenzen? Also alle die Ebenen drunter werden jetzt, glaube ich, erstmal jahrelang abdiskutiert werden. Und im Hochschulbereich nennen wir es noch KI, wenn es da draußen schon längst ganz anders heißt, weil wir natürlich in Projekten sind, die vor 3 Jahren mit Thema KI beantragt wurden. Frage zurück, Franz, hast du jetzt die Glaskugel? Ich habe die Glaskugel, ja, aber ich gebe nur Ausschnitte. Ich gebe nicht alles preis, damit ich bessere Anträge schreiben kann. Nein, ich glaube tatsächlich, dass so ein paar Themen, die wir eigentlich gerade schon behandeln, vielleicht durch Technologie nochmal neu aufkommen. Also was vielleicht so eine Art Hype-Thema war, so Campusentwicklung, Lernraumgestaltung. Ich glaube, da müssen wir dann alle in ein paar Jahren nochmal wieder ran, vielleicht, weil sich das doch stark verändert. Ich glaube, dass so dieses Öffnen von Hochschulen in die Gesellschaft vielleicht, aber vor allen Dingen untereinander, also nicht so die technische Interoperabilität, sondern das Zusammenarbeiten in Verbünden, vielleicht auch international, im Moment vielleicht EU-weit, aber später dann irgendwie auch globaler nochmal größer wird. Und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf was, wie verankert man das lokal? Gibt es dann viele kleine Standorte, die quasi nur ein kleines Büro sind, statt einen großen Campus und so weiter? Ich glaube, da wird nochmal viel Bewegung reinkommen. Und ich würde mir als Hype auch nochmal wünschen, diesen Fokus auf gute Lehre, wie läuft gute Lehre, und vielleicht auch Lehrendenqualifizierung an Hochschulen. Wie können wir Inhalte auch didaktisch, methodisch sozusagen gut weiter betreuen? Wir in unserer Bubble machen das einigermaßen und beschäftigen uns viel damit. Aber ich glaube, der große Hype zu was ist gute Lehre ist noch nicht ausgelöst. Ich würde mich freuen, wenn das noch kommt. Soweit meine Kristallkugel. An der Stelle vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine Punktlandung in der Zeit hingekriegt. Ich weiß, habe gehört, in eurem Podcast ist es manchmal länger. Auch Ronny und ich schaffen es nicht immer, in den Zeitvorgaben zu bleiben. Heute bei dieser Erfüllung des Kindheitstraums, der Live-Session auf einer Tagung, ist es uns gelungen, in dieser großen Runde mit fantastischem Publikum und sehr tollen Fragen und Beiträgen im Chat dieses Thema, was sind die Hypes, was lernen wir aus Hypes und welche Hypes kommen da überhaupt, genau in 60 Minuten zu behandeln. Das war super, und ich finde, wir könnten die Wiederholung bei einer ein oder anderen Tagung nochmal probieren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für dieses kleine Experiment und schön, dass ihr da wart. Danke, bis bald.